Na komm, Sönke. Jawohl, jawohl, er hat geschafft, er hat es geschafft. Oh nein. Oh Gott. Oh nee. Ja, oh mein Gott. Jawohl, perfekt. Richtig gut. Ja, und damit hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind wieder in einer neuen Aufnahmesession drin. Da seht ihr die ganzen Boys mal aufgereiht hier. Ne? Ja. Das ist auch wichtig. Ne? Ich bin blau. Wir sind die Ampelkoalition. Stefan ist zu viel drin. Ja, Stefan ist mal wieder blau. Grün ist ein bisschen, also Sönke ist ein bisschen vergiftet und Dima ist halt Sayos, rot. Das heißt ja Mayo. Okay, und was machst du? Wieso bist du gelb? Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte mal sagen, zum letzten Mal auf, also das, was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist Eisen. Ach du Scheiße, Alter. Also Stahl wollen wir jetzt mehr produzieren. Weil das zu wenig produziert wird. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Erz auch, glaube ich. Obwohl, nee, hier sind die ganzen Sachen alle voll. Weil die Bänder voll sind. Stefan, hast du dich ausgekackt? Geht's dir gut? Geht's dir gut, Stefan? Warum? Wir müssen auf jeden Fall hier die Produktion erhöhen. Du hast dich halt ausgekackt. Auf jeden Fall das Ding. Und wir haben, ne, Stefan, wolltest du auch eben noch sagen? Oder kannst du auch gerne machen? Also ich habe noch Eisen gefunden im Norden. Ja. Oh mein Gott. Hä? Was habt ihr denn da oben gemacht? Ihr habt einfach Landpümmels gebaut. Wollt ihr mich flachsen? Das habe ich als letztes gemacht. Alter, da oben ist gar kein Platz mehr. Dima, der ganz feine kurz, Herr wollte ja weg. Guck mal ganz kurz, was Stefan gemacht hat hier für eine Sauerei. Guck es dir an. Ich versuche es wegzukriegen. Sorry. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin rumgekackt wieder. Oh. Sorry, ich bin noch nicht stumm rein. Guck mal. Ich hab's angeklaut. Das ist mein Kupfer, gib mir das wieder. Ha! Geklaut. Die Base hat's geklaut. Stimmt. Junge, ich kann es auch einfach so abbauen, ne? Ja, nicht so! Oh! Mann! Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde ja halt auch wirklich hier unten und hier oben dann das Eisen versuchen abzubauen. Aber dazu brauchen wir jetzt erstmal bessere Ausrüstung, dass wir uns da freikämpfen können. Die roten waren regelmäßig. Ich habe mal eine Frage. Es ist aber nicht so, dass die Kacken smart sind und jetzt hier zum Beispiel, warte. Hier eine Brücke rüberbauen aus Dirt und dann uns, keine Ahnung. Die bauen keine Brücken, nee. Das wäre ekelhaft. Die bauen keine Brücken, aber wenn du die Viecher killst, dann ist quasi deren Leiche wird manchmal zu einem Landfill. So habe ich Ach, so ist das. War das nicht, dass sie irgendwie so ein Pixel oder zwei Blöcke, sag ich mal, einfach nur sich rüberbauen können? Nee, die bauen sich nicht rüber. Ich glaube, die laufen am Ende über ihre Leichen rüber und das ist Landfills gedacht. Also, wenn du halt so einen Block Chokepoint hast irgendwo, dann merkst du irgendwann, wie sich das immer wieder verbreitert, also da immer mehr Land entsteht. Das ist aber nicht, weil die es hinbauen, sondern weil du da welche killst, die direkt in so einem Choker sind und das dann halt mit der Zeit breiter wird. Alter, die gehen wortwörtlich auf Leichen. Ja, ja, das ist wie Ameisen, die so eine Brücke bauen, so ein Floß bauen. Ja, aber Ameisen bringen sich dabei doch nicht um. Nee, nur halt gröber. Advanced Tank. Oh, hier oben, ne? Ich glaub, das... Die Viecher, wie sie halt irgendwie so, wie so Legionen so links und rechts sterben die Kameraden und die gehen alle trotzdem stumpf weiter geradeaus. Ja. So, ich baue mir jetzt einen Tank. Habe ich schon einen Tank? Ja. Ist ja witzig, wie er so fliegende Ungeziefer hier. So, ein Tank. Oh dann Gott. Würde ich das jetzt so machen, dass ich mich jetzt versuche aufzurüsten, so dass ich das dann oben dementsprechend erobern kann. Ich komme mit. Willst du oben erobern? Ich bin dafür, dass wir das machen und nicht da oben. Das da oben ist ein halber Kontinent, den wir erobern müssen. Und da rechts haben wir eine Insel. Das ist für mich... Auf auch, würde ich sagen, ne? Ja. Der Junge bereit. Das finde ich cooler. Hier scheint alles erstmal zu halten. Wie sieht's mit der Energie aus? Können wir die Laser-Turrets eigentlich sustain? Boah. Ich habe einen... Sieht im Moment gut aus. Boah, ist der groß, Alter. Hoho. Der ist so schießt, was machst du da? Look at that shit. Oh ja. Boah. Junge, ist das ein Panzer. Das ist ja wirklich schon fast der Command Conquer Panzer. Junge, ist das ein Panzer. Ja, mach den mal noch voll mit Grids. So mit ja, das, oh mein Gott. Exoskeletts und mit Gitter. Allem so. Jetzt hast du den rot eingefärbt. Kann ich den dann wieder einfärben, wenn ich einsteige? Ja. Oh Leute, guck mal. Ich glaube, der ist immer deine Farbe. Kannst du mich überfahren? Warte mal. Überfahr mich. Ja, safe kann ich dich überfahren. Oh, das ist ja einfach ohne Gnade.
Der hat dich einfach komplett weggemacht. Ja, hat's mich überfahren. Letzter Matsch einfach. Normalerweise merkst du auch so einen kleinen, dass du über irgendwas rübergefahren bist. Ich glaube, du hast das gar nicht gemerkt. Du bist einfach weitergefahren. Das ja, war, nee, da war so ein Matsch. Das habe ich schon gehört, aber sonst nicht mal ein Hugel. Als ob du über Kacke fährst. So. Das ist einfach kein Widerstand. Einfach. Jo, Alter, der macht das echt easy kaputt alles. Junge, kann ist ich, das ein geiler Panzer. Kann ich solche Leiche eigentlich abbauen lassen? Nee, das geht nicht. Ist das ein geiler Panzer. Schön. Ja, der hat ein bisschen Power, ne? Der hat ein bisschen sehr viel Power. Junge, ey. Okay, ja gut. Also wir brauchen noch ein bisschen mehr Stahlausrüstung. Also ein bisschen mehr Produktion für Eisen. Junge, ist das geil. Stell dich mal rein und tick mich mal ganz kurz an mit der W-Taste. Und ich glaube auch Stein sollte ich auch nochmal machen. Machen wir mehr? Jetzt halt mal gedrückt. Wow! Hast gestorben. Junge, das geht so runter. Macht er wieder Faxen. So. Wie beim Ausnüchtern. Das ist die Höchstgeschwindigkeit. Bin ich schon im... Fahr ich schon am schnellsten? Ja, ne? Ja. Aber guck mal, der hat ja so ein riesiges Gitter. Ja, da kann ich so viele Exoskelette reinmachen. Da können wir alle überfahren einfach. Lol. Hä? Warte mal. Vor allem, wenn der Panzer mit Geschwindigkeit skaliert. Ja, die Gegner haben aber auch richtig viel HP, ne? Also ich glaube da irgendwann... Ja, egal, wir haben einen richtig fetten Panzer, was soll ja, das Ding ist, ich aus Erfahrung von Vanilla, ja, du kannst weiter überfahren, aber du wirst ja mit jedem Aufprall langsamer. Und je langsamer du bist, desto weniger Damage machst du auch beim Aufprall. Und irgendwann bleibst du stehen. Und wenn du stehen bleibst beim Panzer, dann bist du umzingelt und kannst dich gar nicht mehr bewegen. Also es ist High Risk. Ihr könnt das versuchen, aber im Zweifel ist dann das Problem, dass ihr dann innerhalb von der Masse steht und euch nicht mehr bewegen könnt. Ja, ich kann ja noch Ersatzteile mitnehmen, dass ich so ein Schild einbaue am Ende, wenn wir verkacken. So, fuck, es geht nicht weiter. Und dann Schild rein und dann müssen wir weiter kämpfen. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Teile dafür fertig machen. Ich kümmere mich erstmal darum. Ich mache meinen Panzer ready. Ja, mach ich auch. Ich bin gleich dabei. So, ich bin Mechanic heute. Der Mechanic. I got it from Mechanic. Ich grade mal ein bisschen die Kupferlinie ab, weil die ist ein bisschen zu langsam. Ich könnte mir eine neue Rüstung bauen. Tempomodul 2. So, jetzt brauchen wir aber diese Nuklearfusionsdinger und viel anderen Bums. Boah, 200 blaue, 200 blaue. Ah, das geht hier oben rein. So war ja Kupfer. Toll. Ja, das ist halt auch reingewurstelt, ey. Naja. Oh mein Gott. Der Festbrennstoff ist richtig verbrannt worden in dem Tank, ey. Ich habe 50 reingesetzt und jetzt habe ich 29 wieder rausbekommen. Nach der kurzen Rumfahrerei. Oh, hä? Black, was macht ihr? Sorry, ich habe gerade meinen Upgrade-Tudo über die ganze Base gezogen. Der arme Sönke. Das stimmt. Ey, Junge, wenn es bei mir schon langsam anfängt, so ne, die FPS runterzugehen. Okay, so. Ja. Komm, machen wir gleich alles. Hier. Ach komm, machen wir gleich alles. Komm, scheiß drauf. Wieso krieg ich jetzt die Sachen? 100.000. Hallo. So lecker jetzt, ne? Ja, scheiß drauf. Mach doch einfach einen Bauplan, wo du die von den kleinsten anfängst und dann ziehst du einfach rüber. Ja, mache ich ja gerade. Damit du nicht alles quasi upgradest. So, nicht jeden einzelnen Bomben. Ich habe schon Filter gesetzt, ja. Das habe ich gemacht. Ich drücke nur von grün auf rot ab. Filter! Aber wir haben gar nicht genug rot, sehe ich gerade. Ja gut, dann wird das jetzt ein bisschen dauern. Ich glaube, meine erste Aufgabe ist erstmal Lampen überall so hinzustellen, weil ich habe... Ja, Lampen ist eine feine Sache. Ja, ich leuchte mal die ganze Base kurz. Das fuckt mich gerade ultra ab. Also du, es gibt auch sowas wie ein Nachtsichtgerät, ne? Das ist... Aber ja, pssst, schon, aber es ist von Otto. Hab ich auch. Das ist scheiße. Oh, der Feine schon wieder. Alter. Das drückt mir so in die Nase. Meine Brillenbügel gehen kaputt. Ja, also wir bräuchten irgendwie nochmal eine neue Steinproduktion, oder? Aber ich weiß noch nicht ganz wo. Weil Stein ist einfach nur reingewurstelt irgendwo. Das stimmt. Habe ich gerade irgendwas aus dem was gedrückt? So, da wo ich stehe, irgendwo habe ich außerdem, glaube ich, R gedrückt. Kannst mal gucken, ob hier irgendwas schief läuft jetzt? Irgendein Fließband oder so, was falsch herum ist? Weil da nichts mehr kommt.
Nö, also. Ah ja, den habe ich umgedreht. Ja, den unter dem. Nee, der ist richtig. Da in der Mitte. Der. Der da. Oh Gott. Der da und der da. Nee. Ah, nee, warte, warte. Der rechte, der rechte. Der ist links von mir, der, ne? Hä? Glaube ich. Ja, irgendwo habe ich R gedrückt. Der geht da hoch. Ja, den Splitter. Der Splitter ist das. Der Splitter. Den musst du umdrehen. Ja. Einmal R drücken beim Splitter, so. Sexy. Es ist so schnell, dass ich denke, das läuft rückwärts. Ich dachte auch, Kaki ist jetzt nach links, ja, aber jetzt, wo die Einzelnen kommen. Ah, guten Tag, Miau, Blue Moon. Hey, hello, I'm hungry cat. Hello. So, get some food. Die hungrige Katze ist wieder da. Ah, persönlicher Akku. Ah, jetzt läuft das doch wieder. Ich mein Shit geliefert oder? Ja, schon da. Haben wir irgendwo Batterienherstellung? Halt mal eine Katze ins Mikrofon, die mal. Die ist gerade nicht hier. Oh. Hier sind Batterien. Geil. Ich mach da unten jetzt eine neue Abladestation für Stein und dann eine riesen Produktion-Area. Und wir bräuchten auch Uran, ne? Das ist auch so ein Thema. Ja. Wenn wir unser Militär aufgerüstet haben, können wir alles ermöglichen, was wir alle unsere Träume. Wir können alles machen, was wir wollen. Wir unterdrücken einfach alle. Das ist immer eine gute Sache. So, was brauche ich dafür noch? Dann habe ich doch sicherlich noch ein Rezept dafür. Vielleicht Baumetall, 5 Stück. Ah, scheiße, Mann. Ah. Ah, scheiße, Mann. Dann setze ich hier extra was hin. Scheiß drauf. Grün reicht für Stollen aus. Wie ist das denn gebaut? Lol. Lol? Lol. What the fuck? Okay, muss ich nicht verstehen. Die Grünen kommen hier nicht komplett durch. So. Oh, du hattest auch schon gerade was gewonnen. Dann mal. Oh, das hat 1000. Cross, Digga. Krasse Scheiße, du. Cross the Krabbe. Stone Import. Oder heißt das hier Steine? Ja, das ist halt Stein. Alles klar. Auch manchmal Deutsch, manchmal Englisch. Du kannst einfach schneller. Ach, der hat noch ein Fließband. Ich bin halt smart, ne? Der athletische Boss. Warum das Leben unnötig kompliziert machen, ne? Hast du recht. Ja, wenn man auch athletisch sein kann. Oh yeah. Wollen Sie sich jetzt athletisch? Kein Gleis mehr oder brauchen die einfach ewig? Ne, die haben wir. Ja, dann brauchen die nur ein bisschen näher. Bis die da ankommen. Ah, ne, da muss ich das wirklich so setzen. Ist ja doof. Weg. Und dahin. Das ist jetzt doof. Hier oben muss auf jeden Fall auch ein bisschen Land hin. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner von euch rein. So, da fehlt noch einer. Oh nein. Oh. Jetzt sieht das symmetrisch aus und jetzt mache ich hier noch Licht dahin. Das werden die gleich schön bauen. Brauchen wir jetzt nur noch hier ganz viel Furnaces. So. Wunderschön. Hoch.
auch. Bin begeistert. Das scheint schon mal, okay. Stellen wir Energieschilder her? Nee, ne? Dann baue ich mal so ein paar, die das kurz machen. Für die Armor? Zum Beispiel. Nee, aktuell. Na dann, wird mal Zeit hier. Da wird Zeit hier. Ups. Ja. Zwei sollten komplett reichen. Warte mal, Zeit! Lampen. Ein bisschen weiter runtersetze. Ist das hier jetzt so? Ne, hier ist es gerade. Hier ist es direkt drunter. Dann machen wir mal hier. Platz haben wir ja. Wir passen hier noch locker mal ein paar Robots. Oh Gott, nicht so viele Robots zwischen. Hallo. Hallo. Es sind viel zu viele Strommäste. Wieso sind hier so viele Strommäste? Ich verstehe nicht, wieso hier so viele Strommäste sind. Frag mal nochmal. Sind hier. Wieso ist hier so ein Greifer? Das ist halt noch ein bisschen was von. Überbleibst du von der letzten Produktion irgendwie? Die Vergangenheit. So. Die Zukunft. Die Zukunft. So. Mach alles ein bisschen hübscher und ein bisschen heller. Glaube ich. Kann bitte wieder Nacht sein. Ich möchte Dunkelheit haben. Mein Gott, hier kommt ja nichts an. Wir haben nicht mal richtige Furnace-Produktion. Wahrscheinlich sind hier keine Ziegelsteine, die ins System geliefert werden, ne? Ja. Filtergreifer an. Umspannwerk. Möchte ich sie irgendwo reinklatschen? So, jetzt werden die gebaut, geil. Ja, hier könnte ich das hinmachen. So, kann ich den ganzen Kack abbauen, oder? Das wäre doch super geil. Ja, warte, einen Moment. So. So. Scheiße, das da hinten hat keinen Strom. Du willst dich doch verarschen. So, Dima, warum kriegen wir hier keine Fließbänder? Was soll das? Das weiß ich nicht. Was fehlt die denn? Sind alle voll, die lilanen und die blauen. Ist auch so versprenkelt, ne? Das kriegt ja keiner mehr durch. Warte mal. Ultra-Fast-Bells sind das. Grüne werden nicht hergestellt. Warum? Weil keine blauen kommen. Ach, weil du die erst auf Rot upgradest. Rot haben wir nicht mehr so viele, deswegen. Kannst du die zufällig zwei Tiers höher machen, weil Rot haben wir gar kaum noch welche. Wir haben dafür fast voll lila und voll blaue. Mach die alle auf das hohe Rot, nicht das kleine Rot, falls du das meinst. Das hohe, ja, das hohe haben wir auch wenig von. Haben wir nur noch vier hier drin. Ja. Aber hier oben, wenn du da drüber guckst, das sind hier wie viel? 3000 und hier sind auch 3000 drin. Ja, das Ding ist, ich brauche davon 7000 hier. Ja, aber die roten werden halt auch direkt nach oben weitergeleitet. Und da ist gerade so ein Engpass. Von den ganz blauen aber. Aber das scheint ja, dass wir blaue zu wenig produzieren, oder nicht? Ja. Die extrem krassen immer. Ne, die kleinen blauen. Wo werden die denn noch gebaut hier? Hier, oder? Das habe ich da rausgesucht, da. Ah, da oben.
Wir haben kein Lubricant. Ist auch leer. Volume ist voll. Öl ist da. Warum laufen die? Grüne ist wieder. Die laufen hier nicht, weil Petroleum oder Flüssiggas zu voll ist. Das Flüssiggas ist zu voll, verstopft die Leitung und daher arbeiten nicht alle Raffinerien. So. Diese ganzen Strommesse hier erstmal ausdünnen, Alter. Das ist ein einziges Netz. Nehmen wir denn das? Das Rohr ist an der Kapazitätsgrenze. Oh mein Gott. Ich glaube, anders kriege ich das nicht hin. Stefan, hast du schon Exoskelette reingeklatscht? Nee. Das ist ja übelst eklig. Ich habe da schon 4 drin und das ist ja der Wahnsinn. Ah, scheiße. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich kümmere mich erstmal um Deko. Also, Licht. Kommt gerade Eisen schlecht durch, so, oder ist es nur eine optische Täuschung? In der Mitte. Nee, Eisen ist voll. Das, was da fehlt, sind Grüne. Eisen, ich meine jetzt nicht die Platten, sondern wirklich den Stahlbarren. Stahlträger. Ja, Stahl ist wenig, ja. Sehr wenig. Das kommt noch nicht ganz durch, ne? Schwund ist überall. Hm. Wird das jetzt gerade wieder besser? Es fließt trotzdem alles super langsam ab. Ja, da muss ich irgendwie nochmal eine Scuff-Leitung irgendwie legen. Weil hier alles sonst zu voll ist. So ein Ding. Noch dunkel. Baut da auch Schilde rein, nur so als Info, ne, in den Panzer. Bitte. Mhm. Ja, ich bin da schon fleißig dabei. Da gibt's auch Schütztürme und den Scheiß. Ja, habe ich auch drin. So. Das Problem, ich brauche halt irgendwie blaue Platinen. Ja, die sind echt nicht gut. Zu erreichen. Es wird gleich wieder mehr. Jetzt wird Schweröl auch wieder mehr. Oh, die kriegen hier ein bisschen die Mauer kaputt. Wo? Hä? Da unten. Da müssen wir mal so einen dicken reinsetzen. Ja. Moin Svenilein. Hello. Moinsen. Einen schönen Sonntag. Ich habe keine Lichter mehr. Was? Sie erstmal Licht aufgehen oder was? Ja, ich habe schon 200 hingesetzt. Nee, 150. So. Hälfte sind gesetzt, also. Nein, es soll Nacht bleiben. Scheiße. Öfen werden jetzt schon wieder sehr gut produziert anscheinend. Ja, sehr gut, ist auch. Mach das hier mal größer. Haben wir noch irgendwo ein Solarfeld, was wir gerade aufbauen, oder ist das gerade auf Stillstand? Ja. Warte. Hm? Okay. So, ich glaube, mein Panzer ist. Das noch viele das machen. Das musst du ja immer nur hinsetzen, ne? Ja. Alles klar. Wollt nur wissen. So. Ja, alles gut. Yeah. Brauchen wir aber halt auch einfach mehr Stahl, damit das läuft. Mein Gott, zum Anhalten. Das ist ja allgemein die Aufgabe heute, ne? Ja, Stahl ist Sache, Uran und so. Und Eisen. Damit wir mehr Stahl können. Wie sieht's denn jetzt aus mit dem Lubricant?
Es werden wieder blaue Bärs hergestellt. Aber leider nicht leck, wirklich leck, viel. Leck. Und hier noch eine Lampe. Let's go. So, du kriegst auch noch eine Lampe, weil es hier schön einsam ist. Haben wir... Sie sollten irgendwo Munition haben, ne? Für Panzer. Da muss es anfangen. Ihr hättet damit auch geschossen. Da steht. Hat gefunden. Haben wir, Dima. Haben wir. Hier, wo ich stehe. Ui, Memo. Ich habe schon alles rausgenommen. Ja, ich kann kurz warten. Brauchen wir mehr Produktion dafür, oder? Wir haben kein, da kommt also kein Plastik. Plastik haben wir. Ja, bei denen kommt kein Plastik an. Sind die denn da als Bedarf drin? Weil Plastik ist eigentlich alles voll. Ja, sind sie. Dann stimmt irgend. Also dann wird das nirgendwo ins System geliefert. Warte, darum kümmern wir uns schnell. Ja, das machen wir einfach hier am Ende der Line. So. Jetzt mach mal eine Nase. Mhm. Ach, da oben die Line. Ja, irgendwo an dem Ende von irgendeiner Produktionskette. Dann stört das nicht. Können wir auch noch eine hinsetzen. So, dann kommt genug Plastik durch. Ja, reicht auch. So. Wie viel ist das Gesetz? 200 und die brauchen pro 2. Ja, das passt. Sollte genügend durchkommen. Persönliche Laserverteidigung. Soll ich Nukleartanks mal erforschen? Alter, was? Tanks? Tanks meine ich. Ach so. Ja, hä? Ja. Ich dachte, wir haben schon einen Kranken. Der ist noch krasser. Ja, läuft gut. Der läuft aber dann mit. Der ist aber dann. Das Rezept beinhaltet einen Kernreaktor, ne? Ah, okay, ja dann. Dafür brauchen wir erstmal Uran und so ein Shit. Erforscht den, dann haben wir den. Den können wir schon mal aufrüsten hier. So, den stelle ich erstmal her von meinem Panzer. Panzer! Ja, komm. High Explosive Weapons. Aha. High Explosive Cannon. Ich bin ganz kurz. AFK, komm ich wieder. Ja, mach das. Oh, hier Schaltungsnetz. Das will ich nehmen. Dann kann ich nämlich hier. Stimmt, das hatte ich nämlich noch nicht gebaut. Das wollte ich beim letzten Mal noch eben machen, aber das habe ich dann für jetzt aufgehoben. So's. Was brauche ich denn? 60, glaube ich. 60. Gib mir 60. Advanced Beam Turret. Wie ist der? Advanced Laser Turret. Kann ich den auch erstellen? Soll ich mal im Süden? Ich meine, kurz in den Süden. Sonne hinterher. Ja, war's gut. Ja, Sonne hinterher. Nicht auf dem Gleis stehen bleiben, danke. Was nehme ich denn dafür? Welche Route? Steinloading. Wo ist denn der Zug grad? Oh, genau da, wo ich bin. Falls jemand irgendwie so ein paar Sachen per Roboter herstellen möchte, ich habe jetzt hier mal ein paar quasi Blueprints hingesetzt. Da könnt ihr dann einfach schnell die Sachen einbauen. Ja, da stehen schon Kisten und Assembler bereit. Ich muss mir das nochmal angucken. Markier nochmal, wo das steht. Ja. Okay. Bring mich später an. Was sind denn eigentlich diese Zerstörerkapseln? Die sind im Grunde Upgrades von den kleinen Verteidigerkapseln. Mit dem Mod sind die allerdings nicht so wirklich ein Upgrade, weil die dann einen anderen Typ von Schaden machen. Und soweit ich das einmal, ich habe das einmal ausgetestet und dann waren die Verteidigerkapseln deutlich besser, weil ich ganz viele Techs ja auch mit diesen ganzen Ammo-Sachen gemacht habe. Das Ammo mehr Schaden macht, schneller schießt und so. Und das halt alles auch für die Verteidigerkapseln gilt. Weil aber zum Beispiel die Zerstörer mit Elektro schießen, gilt für die diese Armutsachen nicht. Ah, okay. Könnte aber sein, dass andere Upgrades die dann auch wieder besser machen. Also
Vielleicht sind die später auch besser, aber müsste man ausprobieren nochmal. Ja, die haben ja hier unten Stats. Ich finde den Panzer okay, so viel besser. Elektrisch, deswegen, das meinst du, ne? Ja. So. Und die haben... Feuern halt alle 3 Sekunden. 20 plus 36, das heißt 56 Damage machen die. Genau. Mit 3 pro Sekunde. Und die Verteidigerkapseln... Hä, was ist das denn? Feuerrate 3 plus 4,8 Sekunden. Ja, 3 haben die Base und 4,8 ist durch die Tech nochmal drauf. Deswegen haben die da so viel mehr. So, oh, da ist der Turret. So. Ja, okay. Man muss halt auch mal sehen, ne, die anderen sind halt deutlich teurer auch, ne? Also da ist dann irgendwann auch so ein bisschen die Ressourcen. Ja, als ich andeute. Wieso schießt der nicht? Brauchen die Sachen, ne? So, Stefan? Ja? Mein Panzer ist ready. Da haben wir. Ups. Ja, wo ist dein Panzer? Ja, ich habe gerade ein paar Sachen kaputt gemacht. Aber wir reden nebenbei. Das ist richtig gefährlich, Alter, mit dem hier rumzufahren. Du machst so viel kaputt. Ja, ohne Scheiß, du brauchst ihn nur berühren. Wo bist du denn? Ich bin im Süden. Aha, im Süden. Und da unten willst du mit Panzer-Action machen? Nee. Nee. Ich will einfach nur ein Geschütz hinstellen, aber das hat gerade nicht geschossen. Ich warte mal eben auf die nächste Welle. Ah, das hat, das war gerade außerhalb der Reichweite. Das hat so einen inneren Kreis, wo der nicht schießen kann. Ach so. Ja, eine minimale Reichweite, ne? Ja, ja. Junge, Junge. Ich hab gerade nicht gerafft, so, hä, der schießt gar nicht. Alter. Oben bei dem blauen Bellsteamer, ne? Da ist jetzt nicht mehr Lubricant in der Mangel, sondern Zahnräder. Wir haben in der Kiste schon angegeben, dass wir 1000 Zahnräder gerne in dieser Kiste hätten. Und es sind gerade im Umlauf 950, die sich im Flug befinden. Und trotzdem reicht's nicht aus. Die sind alle unterwegs. Krank. So. Aui. Ich beleuchte mal die südliche Mauer. Einfach mal ein bisschen... Dann mache ich das mal hoch, ne? Dann machen wir davon doch einfach mal 2000. Währenddessen reparieren die Roboter. Diese Speedmodus ist da drin, die machen auch gar keinen Sinn. Mach die mal raus. Die arbeiten alle nicht mal und dann sind da Speedmodus drin. Eben nicht. Schneller pausieren, schneller. Ja, schnell und dann wieder Pause. Schnell und wieder Pause. Cool. Was ist anstrengend? Oh, na. So. Ach, wir kriegen keine Kupferkabel hier. Ah. Die sind bestimmt nicht im System. Ich weiß auch nicht, warum sich jemand mal irgendwie per Roboter Kupferkabel anfordern lassen würde. Für sehr viele Lampen. Für richtig Für sehr viele Lampen. Aber ich bin zu einem Band gegangen und habe mir Kupferkabel geholt. Also. Aber hier oben sind ein paar extra. Dann gönne ich mir die doch mal. Das ist die Mast-Ding. Wie lang ist diese Mauer? Das. Auch hin. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Diemer. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner. Hm. Nee, es wird doch immer kürzer, oder? Dann wird es Diem und dann Die und dann D und G. Und dann ein kleiner. Ja gut, ich bin da bin ich kulturell wirklich raus. Ja, ist auch komplett unnötig. Mir sagt das nur was, aber das war's auch. Ja, scheiße. Ich hab so einen komischen Song mal gehabt. Ja, das ist ja scheiße hier, das muss ich aber wegmachen. Soll ja nicht sein. So. Pädagogisch wertvoll.
Wer ist Pedder und was macht er mit der Gurke, die sinnvoll ist? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ne, ist noch nicht so weit. 10 Minuten noch. Lasst mal ein Like da, Leute. Lasst doch mal ein Like da. Lasst doch mal ein Like da jetzt. Auch im Livestream, ne? Lasst doch mal ein Like da. Ist doch mal angebracht. Jetzt. Ist doch einfach angebracht. Ist doch einfach nur höflich. Und auch ein Abo da lassen, ne? Nicht vergessen. Alter, schon 9 Zuschauer wieder. Holy shit, ey. Was? Digga, die südliche Mauer ist erhellt. Ist ja echt krass, Alter. 9 Zuschauer, Digga. What the fuck? Crazy. Jetzt sind es nur noch 5. Stimmt, wie letztes Mal, ne? Komm, sag ich, boah, sind hier viele. Alle weg. Alle verbissen sich. Nee, das schreckt Leute ab. Ja, wie schon. Ah, ich werde erkannt. Ich bin nicht mehr anonym. Lass mich in Ruhe, scheiß YouTuber. Ja. Da ist der Bahnhof. Kann ich einfach durch den Wald brettern? Ja, probier's aus. La 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 la, ich liebe diesen Panzer. Scheiß aufs Auto. Scheiß aufs Auto. Ach, scheiß aufs Auto. Wer braucht schon ein Auto? Ich bretter mit dem Panzer. Autos sind so 2018. Ja, 2023 wird mit Panzern gedroht. Echt? Oh, das ist auch nicht mal eine Lüge. Oh Gott, Digga. Ach, ja. Immer mit Humor. Mm. So, jetzt warte ich auf den Zug. Und währenddessen mache ich den Bahnhof hell. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Hast du Stein da unten gemacht oder was machst du da gerade? Ich habe gerade die südliche Mauer. Ja, ich habe gerade die südliche Mauer mit einem Geschützturm verbessert. Kann es sein, dass du all deine Exoskelette in deinen Panzer gepackt hast? Ich? Ja, du bist so langsam. Ich habe allgemein viele Energieschilde. Ich habe ein Exoskelett drin. Ach so. Ach stimmt, ich kann das mal austauschen. Gut, dass du es sagst. Fühlt sich besser an mit 5. Mit 5? So, ich habe jetzt ein... Ich habe 4. 4 Exoskelette in deinem... Ja. Aber du hast auch eine bessere Rüstung, ne? Ich habe die Hochleistungsrüstung nur. Ich habe die Hochleistungsrüstung 2. Wenn man immer das Linksklick und Rechtsklick verwechselt, ne? Mhm. 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 Passiert mir fucking oft. Ich aber gemerkt, sehr oft. Du kackst sehr schnell dein Inventar aus. Das ist ja, so. Das ist leider echt, ich bin sehr inkontinent, was das angeht. Du bist Item-inkontinent. Ich verliere einfach mein Inventar ab und zu. Ich habe Inventar-Inkontinenz. Du bist einfach mit einem Debuff auf die Welt gekommen. Verliert ab und zu alle paar Sekunden zufällig auf einmal sein Equip. So, ja, belastend ist das, ey. Ich werde immer komisch angeguckt von Leuten. Was machst du da? Ich kacke. Lass mich. So. Erwachsen. Oh, diese Roboter, das ist einfach so ein Blessing. Ich komme in die Base und es wird sich um alles gekümmert. Ich brauche die ganzen Sachen, die ich haben möchte und die Bitches kommen einfach erstmal. Und liefern. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hä, beim Panzer kannst du auch noch nach rechts gehen. Da passt ja noch so viel mehr rein. Nach rechts gehen? Das hätte ich dir auch so sagen können. Danke. Nach rechts gehen? Also mit dem Gitter. Kann man rechts gehen? Mit dem Gitter. Ja, weil das ja 15x15 Feld ist, ne? Achso, du kannst da scrollen drin, okay, oder was? Halt ja. Ah. Ja. Lass dich rauszoomen, Leute. Ah. Oh, ich bin aber glücklich. Aber das kann man doch eigentlich offensichtlich sehen. Nein, Sönke. Das kann man nicht offensichtlich sehen. Siehst du ja offensichtlich, dass ich es nicht offensichtlich gesehen habe. Ah, guck mal, das ist scrollbar. Stehe. Ja, geile Scheiße, ne? Ich bin Sönke, ne? Ich bin ja nicht so intelligent wie du. Ich bin Sönke, ne? Intelligent. Minigun. Inkontinent, meine ich. Was braucht Kanonenschuss. Flamethrower mit Brennstoff für Flammenwerfer. Napalm-Ammo. Wie kann man die Kacke herstellen? Napalm-Ammo.
Ja, das ist bestimmt eine gute Idee, mit Napalm mit sich zu werfen. Was soll da schon schief gehen? Wenn man die regenerativen Leute abbrennt oder so, dann ist die Regeneration nicht so effektiv. So, ich setz mal hier einen Power Indicator rein, ja? Oh, wie stark wir sind, meinst du? Nee, hier steht dann, ihr könnt ja dann mit dem Licht sehen, wie viel Strom wir gerade in der Base haben. Und falls wir gerade leer laufen, dann kriegen wir ein Warnsignal. Warte, kannst du auch einen Computer bauen in diesem Spiel? Ja, mit Sicherheit. Aber da bin ich zu doof für. Söge, mach das mal bitte. Ich muss Söge. Soll ich das machen? Weil du es als einziger von uns kannst. Du musst das können, Söge. Von Grund Warum auf. Soll ich das können? Du musst auch Platinen schrauben können. Das ist jetzt von dir erwartet. Aha, okay. Mein so, Panzer ist so fucking fast. Digga, ich muss echt mal upgraden. Dima, soll ich dir mal was Lustiges zeigen? Ja. Okay, ich zeig dir was Lustiges. Tempomodule, wo werden die denn hergestellt? Und, wie findest du die Granate? Alter, was hast du denn damit gemacht? Und hier, guck mal, die Reichweite, ne? Oh Junge, eine Clustergranate, ne? Nicht mal. Ja, die sind geil. Die sind geil. Habe ich als automatische Produktion jetzt gemacht, die könnt ihr alle anfordern. Ich brauche Raketen. Brennstoff. Mehr. Panzer frisst ja so viel. Was baue ich jetzt für die Kacke? Warte mal. Ja, du wolltest die doch bauen, Dima. 25 ja, hab ich doch schon. Tempomodule brauche ich. Tempo. Wo ist denn der da? Modul 2. Aber ich brauche nur den... Ah doch, ich brauche den 2er. Nicht hergestellt? Tempo 2. Nein, fehlt eine blaue Platine. 25, ich jetzt, ja. 25. So. Und Effizienz auch 25. Ich habe manchmal das Gefühl, dass hier alles sehr langsam läuft, weil die Roboter sich teilweise irgendwo ganz am Arsch der Welt einlagern. So, weißt du, da oben in den Solardingern lagern die sich ein. Und erst dann, wenn wirklich was gebraucht wird, kommen die nur nie runter. Braucht dann ewig. Das ist mein Lieblingsort zum Aufladen. Da gibt es keinen Wackelkontakt. So, bessere Rüstung herstellen. Dann kann ich mir auch 30 Exoskelette in die Rüstung packen. Ich will dir gleich was zeigen, Stefan. Hm? Na, zeig ich dir gleich, warte mal. Es geht natürlich noch krasser, aber das reicht, sonst verliere ich die Kontrolle. Oh, du verlierst die Kontrolle. Dann rutscht dir mal die Hand aus, oder was? Ja. Willst du mir was zeigen? Ja, du, ich baue noch gerade. Wobei, ich kann es jetzt schon zeigen. Hier. Das ist mein Turbo-Tank-Gem. Hui! Ciao. Junge, Alter. Hört sich auch an, ey. So schnell. Komm, der Bremsweg. Ich halte es beim Beton an. Und stopp! Oh. Junge, das dauert Ewigkeiten. Oh Gott. Das dauert Ewigkeiten zu bremsen. Aber nice, Alter. Helfen da eigentlich die Train Brakes, wenn man die erforscht? Oder haben wir die schon auf dem Markt? Geht die gerade nicht mehr. Doch, da. Ja, die haben wir schon auf Maximum. Bremskraft von Zügen. Ja, die bringen aber nichts für Tanks, leider. Shit. Ich hab schon wieder in den Raum gekackt. Mein Gott, kann dir mal jemand eine Windel umschnallen? Ey, das ist ja wirklich schlimm. Alter. Ja, ich habe gerade die Rüstung gewechselt. Da passiert das halt. Kurz was rauskacke. So. Oh nein, schon wieder. Oh. Mann, ich drück immer Linksklick, Mann. Fick dich. Was hab ich denn mit dir zu tun? So, Rechtsklick. Digga. Ach, was ist da noch alles drin? Ich muss das wechseln wieder. Digga, ich fahr ja durch Wälder durch. Das da drauf, Rechtsklick. Und jetzt alles da rausnehmen. Wenn ich das mit A mit. Na, okay. Wo wollten wir zuerst angreifen? Da kann ich schon mal hinfahren. Oben. Unten? Ja, wo jetzt? Wechseln. Da greifen wir an. Ich würde jetzt nicht... Ich dachte, wir wollten hier das Eisen dementsprechend nehmen. Ja, ich habe ja gesagt, da unten, das Eisen ist ein bisschen einfacher. Nix einfach.
Als wenn wir da den ganzen Kontinent wegballern müssen, dann können wir da unten nur die Insel wegmachen. Ein Kontinent wegballern ist witzig. Nein! Hört auf, den Arsch zu bauen! Ach. Mal, ja. Ne? War ein bisschen blöd. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich würde lieber nach oben machen, weil sonst die Verteidigungsgrenzen komplett woanders wieder sind. Also da brauchen wir wieder 3 Stellen anstatt 2 Stellen. Einmal unten und oben. Aber das ist nur meine Meinung. Ich fahre erstmal da unten hin. Was mir gesagt wurde. Also ich glaube, der Energieaufwand, bis du da oben durch diese tanky roten Viecher durch bist, dauert so viel länger. Also für mich ist das da rechts kein Problem. Das sind kleine Ecken, kleine Chokepoints. Das kriegt man noch gut gedeft.